Ja, super. Ich zoome ran, weil ich wissen will, was das für ein Zeichen ist. Und es wird mit kleiner. Ich weiß halt auch nicht, was die Zeichen zu bedeuten haben. Das wäre mal eine geile Erklärung. Steht es vielleicht hier? Nö, warum? Was für Zeichen? Diese roten Dinger hier, was ist das denn? Warum? Sind die einfach nur so da oder ist das mein Clan, weil du auch Multiplayer spielen kannst? Der Multiplayer spielt man den gleichen Clan. Weiß halt nicht, was das rote Symbol ist. Hier sehe ich ja, was es ist, ne? Wenn ich drauf gehe. Geht's ja da. Aber was das rote daneben bedeuten soll, ist wahrscheinlich irgendeine Statusmeldung, die ich nicht verstehe. Hier ist nichts beim Schiff. Wrack. Ist das Wrack. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Zugehörigkeit ist. Uhr 30. Haben wir jetzt den 27. Tag, bitte? Ja gut, ich weiß ja nicht, ob wirklich am 28. Tag der Winter endet. Okay, 8 Uhr ist Tageswechsel. Sehen aus wie Augen. Ich hätte eher gedacht, ein Geweih oder so. Aber wenn ich näher ranzoome, dann bleibt das Ding klein. Wenn ich rauszoome, wird es, glaube ich, ein bisschen größer oder es täuscht. Ich weiß es halt nicht. Ja. %27. Nice. Ja, wir verhungern trotzdem. Ob ich einfach mal durchrenne und gucke, ob ich da unten im Wald was finde? Das ist aber schlecht zu erkennen. Ich bin zur Hälfte schon wieder erfroren. Ich dachte, ich kann die. Na, ich will doch bloß nachlegen, bitte. Ja. Hier ist es nicht.
Klick mal aufs rote Symbol. Ich kann da nicht draufklicken. Das ist mein Wegpunkt. Aber hier kann ich nicht draufdrücken. Hä? Warum verschwindet das? Muss ich nicht verstehen. Quatsch. Was ist dann die Idee? Gehört das mit zur Idee, dass sie weggehen? So, ich brauche auf jeden Fall. Bin ein wenig durstig. Wir haben einen Brunnen. Und der funktioniert. Ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass du das auf der Minimap toggeln kannst. Nee, auf der Minimap ist es noch da. Was rausgeholt? Keine Ahnung. Mehr rote Beete, bitte. Ja, ich laufe schon wieder zurück. Schnell, bevor ich nicht mehr sprinten kann. Das wäre ein Feature, das verbuggt ist. Oder noch nicht funktioniert. Bin etwas hungrig. Ja, ich arbeite dran. Ich gebe euch gleich was. Ich versuche ja schon alles. Wo warst du denn gerade? Wo ist denn der Typ, der gerade hungrig war? Astrid ist ja vorn. Hier ist Feuer, verdammte Scheiße! Astrid ist auch meine... Astrid ist auch die Anglerin.
Ich gehe jetzt nicht zu Astrid. Ich hole da jetzt nichts von der. Muss mich um die anderen kümmern. Die war ja noch nicht so lange da. Ich will kein Flachs. Minus 8 Grad. Ich glaube, der Winter endet jetzt tatsächlich. Jetzt sterben wir noch alle weg, weil ich jetzt nichts mehr zu essen finde hier. Das wird schon wieder schlimmer. Temperatur sinkt. Hier. Hätte auch gerne noch einmal rote Beete. Hätte gerne noch ein drittes Mal. Geh da hoch. Guck mal, wieso zum Henker steht er da drüben? Wenn hier das Feuer ist, wenn der jetzt auch erfriert, ja, dann ist Intelligenz an dem Spiel, also dann ist die KI halt bescheuert. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe halt auch keinen Status von denen. Ich erfriere. Geh doch ans Feuer. Die machen mich so fuchsteufelswild. Ich krieg noch mal einen Krampf. Warum funktioniert denn die Suche nicht? Y bitte. Okay. Okay, das sind Fasern. Alles da, nur nichts zu essen. Nichts zu essen gefunden.
Ja, das war's. So weit weg. Der hat mir die rote Beete weggefressen! Der hat mir meine rote Beete weggefressen! Ich sterbe am letzten Tag. Ich sterbe am letzten Wintertag. Und ich habe die gefüttert. Das ist der Dank dafür. Geh weg von dem scheiß Feuer. Ich stech dich ab, Junge. So gut wie gar nichts gebracht. Ich kann nichts dafür, dass du hungrig bist. Es gibt nichts. Das Spiel möchte, dass man verliert, wenn man sich nicht auskennt. Warum drücke ich den Q? Warum ist denn das auf beschissenes Z gelegt? Oder auf meine Tastatur? Das ist... Oh.
mit Y gemacht wird. Warum kann man denn... Gut, ich weiß nicht, ob man es kann. Oder nicht kann. Die Belegung ändern. Okay, hier leuchtet was. Das könnte noch was sein. Einmal rote Beete. Komm. Gib mir nochmal rote Beete. Ja, aber das ist so bescheuert. Zum Bewegen und die Taste drücken. Warum macht man denn nicht? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es geht. Ob man die Belegung ändern kann. Aber das ist halt dumm. Dann setze ich so ein Auto-Key-Dings ein, der alle 5 Sekunden Y spammt. Nein, worauf habe ich nicht geachtet, ob wir Feuer haben? Oh. Essen kriegt er trotzdem nicht. Ich muss noch einen Tag überleben hier. Ich muss überleben. Die anderen sind mir zu scheißegal. Hast du einen Baum gefällt oder was hast du gemacht? Ich sehe hier nichts. Keine Ausdauer mehr. Und guck mal, wie langsam die sich wieder bewegt. Oh, so eine verkrüppelte. Meereskacke, wollte ich sagen. Wie langsam, okay. Nein, ich will kein scheiß Harz. Jetzt geht mein Ausdauer nicht mehr hoch. Das ist nicht dein Ernst. Meine Ausdauer hat nicht mehr für einen Schlag gereicht. Sein Kampf, Alter. Ich habe für sowas keine Geduld.
Die Sache ist halt die, selbst wenn wir jetzt am 28. Tag sind, ist immer noch Winter. Frühling wäre dann laut Theorie erst am 29. Oh, das ist so stinklangweilig, weil du nichts machen kannst, Mann. Das ist echt nervig. Ich hätte neu anfangen, obwohl... Da wäre ich nicht hier drauf gefasst gewesen. Wenn ich nach dem Bären neu angefangen hätte. Es gibt nur eine einzige Feldfrucht. Die man ernten kann. Okay, warte. Die Gradzahl geht ein bisschen hoch. Der Weg bisher ist aber so weit. Ich bin die falsche Ecke ausgesucht. Ja, Wikinger müssten sowas aushalten ohne Probleme. Der friert jetzt schon. Wo sind denn die Muscheln hin? Ist jemand die Muscheln weg? Ich fürchte, ich muss die anderen jetzt auch lange noch mal irgendwie füttern mit irgendwas. Das geht nicht mehr lange gut. Ach komm! Wenn ihr Fleisch hättet, ja? Was bist du denn? Oh nein! Ich versuche doch nur zu überleben!
Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Komm schon. Guck mal, der Schnee ist schon fast weg. Es ist schon Frühling. Warum kann ich denn die Muschel nicht aufteilen? Warum gibt es denn keine Taste zum Teilen? Taten. Ach so. Nein, oh! Er hat beides gegessen. Okay. Gut, wir haben es überlebt. Wo ist... Wo ist denn... Ist die Muscheln? Boah. Okay, Tag 28 ist tatsächlich der Winter vorbei. Aber das ist ja mal nervenaufreibend. Aber jetzt muss man auch schnell wieder was zu essen finden, ne? Theoretisch müssten jetzt die Bären irgendwo da sein. Dann können wir wieder Fischköder, obwohl ich kann angeln. Nicht viel, aber ich kann angeln. Ich friere jetzt nicht mehr. Boah. Das ist nicht normal. Aber geschafft ist geschafft. Am Ende war keiner mehr. Wie man es überlebt hat. Ich weiß auch nicht, ob ich überall angeln kann oder ob ich tatsächlich zu dem Fischdings muss. Könnte man ja mal testen. Wenn ich einfach daneben hinstelle. Ich stelle mich einfach hierher. Nehme meine Angel in die Hand. Gucke ins Wasser. Was ist das denn? Sieh das mal an. Ich sehe meine Boot doch da hinten. Oha.
Fische sind kommen. Okay, warte mal. Die sieht man echt, echt beschissen. Makrele. Ich kann das markieren. Okay. Aber der ist ja dann bloß für mich. Wieso friere ich schon wieder? Das ist nicht dein Ernst. Ich habe den scheiß Winter überlebt. Und jetzt erfriere ich hier. Auch 6 Stöcker. Nein, ich sterbe jetzt. Ich habe diesen verfickten Winter überlebt, um jetzt zu sterben. Ich will keinen scheiß Stamm haben. Ich bin zu voll. Ich bin tot. Das ist doch das. Das ist nicht wahr. Das ist. Mir ist doch am Spiel Anfang im Frühling auch nicht kalt geworden. Wie kann das denn jetzt plötzlich sein, dass mir kalt wird? Das ist doch nicht meine Markierung. Was ist denn das eigentlich für eine rote Scheißmarkierung oben? Ihr fühlt euch besser, tot. Ihr könnt als Geist zurückkehren. Und was mache ich dann? Was tue ich dann als Geist? Das sagte mir halt nicht. Was mache ich denn als Geist? Und eure Attribute werden sich verringern. Was? Was mache ich als Geist? Das steht nicht da! Was tue ich jetzt als Geist? Die Seele eines Bewohners von eurem Menschenheit und...
Okay. Wenn das so gedacht ist. Okay, Makrelen sind ergiebiger. Na gut. Dann sind die Dorfbewohner halt für mich irgendwie da, ne? Die sterben für mich. Ein geringes Opfer, unter meiner Leitung zu leben. Aber ich verstehe nicht, warum ich jetzt minus 10 Grad. Ich bin doch. Wir sind doch am Anfang auch im Frühling gestartet und sind aber nachts nicht gestorben. Da hat man ja noch nichts. Da hat man nichts zum Schutz. Wie haben wir denn das überlebt? Jetzt haben wir natürlich niemanden, jetzt nur noch Alf Dings da hier. Das ist jetzt ein Scherz. Ich sterbe schon wieder. Das ist. Warum muss ich denn nachts? Nee, ich will nicht kochen. Zünd das doch an. Muss man auch anders machen.
Also wurde auch schon gesagt, dass es ziemlich clunky ist manchmal. Hallo Chaos Gaming. Ich raste noch mal aus. Ich verstehe nicht, warum ich nachts friere im Frühling. Wir haben das Spiel im Frühling gestartet und da habe ich nachts nicht gefroren. Aber jetzt, ja, wo ich im Winter gerade so überlebt habe irgendwie, jetzt ist es plötzlich nachts so kalt im Frühling, dass ich daran sterbe. Was ist das denn für ein Scheiß? Wird es jetzt immer kälter oder was mit jedem Jahr? Ich bin ja am ersten Tag auch nicht gestorben. Das erste, was man baut, ist eine Hütte, oder? In der Hütte frierst du aber auch. Wenn du in der Hütte nicht frieren würdest, dann würden die Dorfbewohner nicht ständig aufstehen und am Feuer stehen. Die stehen ja mitten in der Nacht auf, um sie zum Feuer hinzustellen und sagen denen, es ist kalt. Naja, ist auch egal. Aber das ist ein Smolker. Kommen die wenigstens, wenn es hell ist? Ich möchte jetzt zum ersten Mal den Bogen ausprobieren, bitte. Ich weiß nicht, wie das Bogenschützen funktioniert. Hat sich da was bewegt? Oho. Okay. Ach, Kacke. Erzähl doch nicht. Wieso ist es jetzt dunkler geworden? Weißt du, da brauche ich auch keine Benachrichtigung, dass irgendwas zu mir kommt. Wenn die nur mal kurz um die Ecke lungen. Dann habe ich den Bogen auch umsonst gebaut. Da vorne ist noch einer. Ach ehrlich, das ist mein Schaden, den ich anrichte? Ich bin ja so froh über den Bogen. Ein Glück habe ich mir einen Bogen besorgt. Keine Ausdauer mehr, na klar. Na klar. Weißt du,
Weggeschmissen, das Ding. Wo ist der scheiß Bogen? Weg damit. Weg damit. Pfeile, weg damit. So. Was ist denn dein Job eigentlich? Wer ist denn jetzt als letzter übrig geblieben? Natürlich Alfskir. Warte mal, kannst du... Komm mal her, Alfskir. Wie kann der jetzt schon wieder das drin... Hä? Hier, mach das. Geh sammeln. Wir brauchen Essen. Wie sitzt im Henkopf riecht denn schon wieder? Weil es minus 7 Grad sind. Ich kann da nicht den ganzen Tag frieren. Dann kann ich ja genauso viel machen wie vorher. Nichts. Dann stehe ich den ganzen Tag am Feuer, renne los, erfriere fast, um Holz zu holen oder irgendwas zu fressen. Also im Moment bin ich... Ja, am besten ich mach Schluss. Ich wollte ja eh nur machen, bis der Winter rum ist, bis ich ihn überlebt habe. Oh, das tut jetzt schon weh. Ich kann auch den ganzen Tag frieren. Ja, aber nicht verhungern. Das ist also, der erste Run ist irgendwie gefühlt ein bisschen frustrierend. Ich hab wieder vergessen, was ich machen wollte. Es wird sogar kälter. Es ist Mittag und es wird kälter. Es wird immer kälter. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Oh, man sieht ja nichts. Ich kann ja nicht so weit gucken. Hier ist noch die Leiche von Astrid. Die, anstatt am Feuer zu warten, in der Weltgeschichte rumrennt. Wie dumm, die hat es nicht anders verdient, tut mir leid. Die hat es nicht anders verdient, als zu sterben. Das ist ihr Pech. Nee. Meine Taschen sind so schon voll. Ich nehme jetzt kein Holz mit. Ich möchte was Bestimmtes haben. Und bevor ich überhaupt irgendwas erkenne, ich habe es noch nicht mal gefunden... Wo eins ist, da. Ist schon das Viertelste wieder vom Frost weg. Auch einen neuen Dorfbewohner. Bin ein bisschen traurig darüber. Ich meine, das hat soweit Spaß gemacht, bis die mir den Bären ins Dorf geschickt haben. Und es ist mir egal, ob das ein Bug ist oder nicht. Die haben es trotzdem getan. Jetzt sind hier nur zwei Stück gewesen. Okay, da ist noch einer. Der holt sich meine Ausdauer wieder nicht. Wo ist das denn der Sinn? Weil ich ein bisschen friere oder was? Also ich habe das Gefühl, dass du hier nur noch ausgebremst wirst irgendwann. An irgendeinem Punkt. Ich bin irgendwie total...
Ich bin total frustriert gerade. Tatsächlich bin ich total frustriert. Guck doch, wie langsam die Ausdauer sich erhöht. Und was das an Ausdauer kostet, wenn ich einen Schluck Wasser trinke. Ich glaube, dasselbe Spiel, nur weniger Abfuck. Nee, ich mag's ja. Ich hab das bezahlt. Es gibt 1000 Simulationen, die ich spielen kann. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch einfach nur salty. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen salty. Das vergeht wieder. Da liegt es daran, dass ich was zu essen brauche, oder was ist hier los? Der soll auch sammeln. Wieso sammelt der denn nix? Immer noch genauso viel wie vorher drin. Das Feuer ist gleich ab. Bin ich doof? Ich hab doch Fisch. Ist egal. Ist egal. So. Da leuchtet was blau. Stimmt, ich habe keine Ausdauer und ich weiß nicht, verdammt nochmal, warum die Ausdauer sich nicht... War ich krank oder was? Ja, ich verletze mich beim Stein abbauen. Ich verletze mich gleich auch mal. Wieder nur zwei, aber das müsste reichen. Wie man auch durch die Bäume einfach nichts sieht. Brauche ich überhaupt so viele kleine Steine? 7. 8 brauche ich. Ach so, warte. Wo ist er denn? Hier hinten. Ja.
So, Inga kann schnell rennen. Ich laufe länger, schlafe aber auch öfter. Also normal, ich kann extreme Hungerphasen aushalten. Lass mich in Ruhe. Ich laufe länger. Unbehagen des Sturmreiters. Ich bin sensibel, was das Wetter angeht. Und habe bei starken Regen reduzierte Produktivität. Die aber auch nicht reinpacken. Gibt es denn keine Kisten? Eine Lagerhalle. Einfach eine Kiste? Oh, guck mal. Rindenlager. Oh, what the? Gibt's vielleicht auch ein Lager für das Farbregal? Nee, das wollte ich nicht. Pfeile. Waffen. Jotun Blutlager ist gut. Stein, großes Holzlager, lange Holzlager, kleines Holzlager. Was mit Brand, mit Brennholz? Stock. Fischgestell. Rohkostsilo, Wassertonne, Wagen. Warum kann man denn kein Brennholzlager machen? Das ist doch das, was ich immer wieder brauche, Brennholz. Ich friere schon wieder. Haben wir was nachgelegt? 10%. Ja, easy. Okay, der hat viel gebracht. Das Feuer muss immer brennen. Am besten.